Damit habe ich nicht gerechnet. Ich rüste mich aus. Und es geht direkt in den nächsten Raid. okay. die sollten dich ja. Das finde ich gut, das ist eine sehr gute Idee. Neben dem Timer. 50 Cent bezahlen, das Mensch sofort starten. Wenn es jetzt wieder direkt nach so 9 bis 10 Minuten losgeht, ne? Dann ist das schon seltsam. Sehr seltsam. Ah, was machen wir, damit es nicht ganz so arg auffällt? Ah ja, komm, lass eine Minute plus minus machen. Okay, so um die 10 Minuten. Ja, aber es darf nicht immer genau auf 10 Minuten. Ja, okay. Dann freuen sich die Leute, wenn es mal schon bei 9 Minuten losgeht. Ja, genau, voll gut. 9 Minuten 10, das ist unglaublich. Das ist doch ein Witz. In Dragon's Dogma hat das Schnellreisen auch Geld gekostet. Dragon's Dogma, das ist relativ neu, ne? Das war doch dieses neue... Das haben sie doch aber entfernt, oder? Nach zu vielen negativen Reviews. Ja, was haben sie erwartet? So, sind wir im Raid drin. Nur mit der Pistole. Das ist immer noch der Aufnahmetag, an dem ich die Fehler in der Aufnahme nicht fixen konnte. Das heißt, wir haben noch eventuell kleinere Lags in der Aufnahme. Das tut mir wirklich leid. Ich bin dabei, das zu fixen. Ich gebe mein Bestes. Es hat sich aber als nicht ganz so einfach herausgestellt. Also, ich brauche den Schlüssel. Ich brauche den Schlüssel, die weiße Schutzweste, eine TOTS. Ah, und eine MP, diese Schrotflinte, die 133er Schrotflinte brauche ich auch. Ist die Tür hier immer auf? Wahrscheinlich. Ich glaube nicht, dass hier schon jemand drin war. Noodles. Die guten Emilia-Croutons. Also eigentlich will ich gar nicht so viel hier solche Sachen looten. Ich möchte Jacken und Scaffs will ich looten. Weil da soll der Schlüssel drin sein. Warte mal, wie komme ich denn hier? Hier komme ich doch noch ein Stockwerk höher, oder? Ah ja, da. Weil ich möchte nämlich die Quests abschließen und von hier oben hoffe ich, dass ich einen sneaky Kill machen kann irgendwie. Ich habe nämlich nur eine Pistole. Gibt's hier auf der Seite keine PMC-Spawns? Das glaube ich ja fast nicht. Das kann doch nicht sein. Ah, hier könnten natürlich auch Schlüssel drin sein. Ich brauchte die Schlüssel zu dem Büro vom Wissenschaftler. Ich weiß nicht, welcher Schlüssel das ist. Irgendwann werde ich ihn in die Finger kriegen und es nicht wissen. RB ist es, der ist es nicht. Das weiß ich. Der ist nämlich für Militärbasis. Und ein Zibo. Zibo mit B. Hallo? Zeigen Sie sich bitte. Oh. Da ist einer. Holy shit! Sag mal. Haben Sie dir. Du hast Zielwasser gesoffen. Du hast aber sowas von Zielwasser gesoffen.
Oh! Okay, er ist darüber gerannt. Muss ich mich erstmal fixen, ey. Kumpel. Vergiss alles mit meiner Waffe, mit der Pistole da auf den. Schon wieder ein sehr schneller Raid. Mein Gott. Ja. Nun gut. 10 Minuten warten, 2 Minuten spielen. Ja, das ist schon die zweite Runde, die so läuft. Ja, das lief jetzt dann auch eher nicht so geil. Ich bin schwer am Überlegen. Wir hängen jetzt einfach noch einen Scaff. Wir hängen einfach einen Scaff hinten dran. Ich habe natürlich auch dummerweise, das war mein Fehler jetzt, ich habe 2 oder 3 Mal aus derselben Ecke gepiekt. Vielleicht nicht die beste Idee, muss man auch ganz ehrlich mal sagen. Dann hätte ich einfach meine Position wechseln sollen und dann, nachdem ich wusste, wo er ist, einfach von woanders nochmal gucken. Und dann einen schönen Winkel finden. Dann hätte ich ihn wahrscheinlich gehabt, aber ja, ich dachte, ich bin einfach besser. War ich aber nicht. So, da sind wir. Auf Interchange. Eigentlich will ich nur einen, irgendwie vielleicht einen PMC killen, von dem ich die Waffe snacken kann. Das wäre cool. Vielleicht finde ich ja auch hier den Schlüssel. Angeblich gibt es den in allen Jacken und sonst was. Also den Schlüssel zu dem Büro von dem... Was habe ich denn dabei? Bisschen was. Wo bin ich jetzt hier reingelaufen? Hier unten in dem Parkhaus komme ich auch immer noch durcheinander, ne? Die ganze Map ist für mich irgendwie nicht... Da hinten steht einer. Bist du ein Scaff oder ein PMC? Du bist ein Scaff, okay. Hat der rumgeballert oder wurde woanders rumgeballert? Ich glaube, es wurde oben rumgeballert. Holy shit!
Ich glaube, du bist ein PMC. Komm, stirb. Da draußen. Hättest auch ein bisschen schneller drauf gehen können, Kumpel. Das hat mir zu lange gedauert. Stufe 3 und der, auch Stufe 3. Bleiben wir bei dem. Seltsamer Rucksack. Aber passt, nehme ich. Ja. Kann man erstmal machen, würde ich sagen. Das Magazin ist leer, das ist scheiße. Etwa die Hälfte von einem kleinen Mag, auch nicht gut. Voll. Ich weiß nicht, was für eine Munition das ist, doch PGZH, das ist Blödsinn, ist nicht geil, aber egal. Damit haben wir zwei PMCs gekillt. Warum kill ich denn als Scav? Kill ich sie weg und... Ich glaube, ich bleib mal lieber bei der AK vorerst. Und als PMC, wo ich es brauchen könnte, da kacke ich ab, ey. Mal kurz hier ums Eck schauen. Ich weiß jetzt gerade nicht, wo hier wieder geballert wurde. Es könnte auch oben gewesen sein. Ich hätte gerne noch einen Ticken bessere Ausrüstung. Du bist ein Scav, ne? Ja. Das klingt wie eine SVD oder sowas. Ziemlich dicke Waffe. Schwer auszumachen, wo sie ist. Weil es hier so extrem hallt. Bist du? Was bist du? Scav. Ganz normaler Scav.
Ich weiß immer noch nicht genau, wo hier die Grafikkarten liegen, wenn hier welche liegen. Ich nehme mal so ein paar Sachen mit, von denen ich halt weiß, dass ich sie früher oder später brauche. Ich weiß nicht, ob das hier auch viel wert ist tatsächlich, aber der Tetris, der ist eigentlich ganz gut was wert. Nur im PvE-Modus weiß ich's nicht. Hier ist alles ein bisschen anders. So, da der nicht aufgeschreckt ist, gehe ich davon aus, dass ich hier jetzt erstmal einfach durchlaufen kann. Elektromotor brauche ich jetzt nicht mitnehmen, ne? Da finde ich hier ständig welche. Das ist... Den kann ich mir holen, wenn ich ihn brauche. So, wo seid ihr Halunken? Habe ich schon, weiß ich nicht, ob ich das nochmal brauche. Bohrer weiß ich gerade auch überhaupt nicht, ob ich den nochmal brauche. Den Schnauzer, der ist natürlich wichtig. Welchen Ausgang habe ich? Komm, Spiel, zeig's mir an. Emma, komm, passt. Magazin ist nachgeladen. So. Rein theoretisch. Da hinten müssen auch PMCs hin. Was bist du? Du bist ein Scaff, oder? Nope, du bist kein Scaff. Du? Glaube nicht, dass du ein Scaff bist. Neues Achievement erhalten. Dann war es vielleicht doch ein Scaff. Level 4 Helm. So, und jetzt wird's schwer. Also, Moment.
glaube, ich habe hier einen Skeff gekillt und deswegen dieses Achievement bekommen. Aber sicher bin ich mir nicht. Ja, doch, war nur ein Skeff. Ah. Ich brauche diese Shotgun. Hau ich die weg. Ist mir jetzt egal. Aus Versehen den Falschen getötet an der Stelle. Ey, was stellt er sich auch wie in den Busch wie so ein Depp? Er kann sich doch nicht einfach da in den Busch reinstellen und hoffen, dass er das überlebt. Ja, und nochmal ein erfolgreicher Scav-Run. Ich hätte lieber einen erfolgreichen PMC-Run gemacht, aber das sollte heute nicht so richtig sein. Wait. Achso, die habe ich weggeschmissen, weil das nur Level 1 und Level 5 war, genau. Ja, passt. Diese DRD, die werde ich nicht brauchen wahrscheinlich. So, diesen riesen Rucksack kriege ich jetzt nirgendwo unter, oder was? Passt. Ja, da haben wir relativ erfolgreich einige Dinge mitgenommen als Scav. Und auch an dieser Stelle sage ich wieder vielen Dank fürs Einschalten, YouTube. Und bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss.